Hallo zurück bei Guapamili und beim letzten Mal haben wir ein paar Kombos gelernt und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich kann dich nicht alles lehren, geh hinaus und erlebe etwas. Vielleicht trainieren wir später weiter. Gut, dann halt nicht, dann gehen wir raus und schauen uns erstmal in der Stadt hier noch ein bisschen weiter um. Mit dem haben wir schon gesprochen. Mit der hatten wir auch schon gesprochen. Da ist ein Haus, da gehen wir rein. Oh, da will ich hoch. So eine dreigeteilte Wohnung. Also hier erstmal diese Schatzkiste aufmachen, da ist wieder Geld drin, ist immer gut. Und da oben komme ich wahrscheinlich nicht hoch, richtig? Da muss ich da oben lang gehen. So, hallo. Mein Bruder hat die schlechte Angewohnheit, sich in unmögliche Situationen zu bringen. Das ist wirklich beschämend für unsere Familie. Aber ist schon wieder, er ist schon wieder verschwunden, aber er kann nicht weit sein. Ich schwöre, dass ich ihn höre. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Wahrscheinlich ist es das Huhn, oder? Gut, aber da hinten komme ich ja nicht rein und die Tür ist zu. Folglich kann ich ihm gerade nicht helfen. Mas gusta guavas. El Diablo Tequila. So, kaufen können wir uns jetzt schon was. Was macht das eigentlich? Schwächt Gegner schneller. Es bedarf weniger Treffer, bevor ein Gegner geworfen werden kann. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Mal schauen, ob wir es brauchen. Oder ob es sich lohnt, noch ein bisschen zu warten. Da ist noch eine Kiste. So weitersuchen und beziehungsweise weiterfinden, dann können wir uns das relativ schnell leisten. Hallo, alte Dame. Sie ist verzweifelt. Ihre Küche ist leer. Sie hat noch nicht alle Zutaten für ihre Spezialität La Grande Enchilada. Wenn du mir etwas Käse bringen könntest, wäre das ganz wunderbar. Ja, ich habe gehört, hier gibt es irgendwo Frischkäse. War ich da schon auf dem Dach? Nee, aber da ist auch nichts. So, was will der? Pardon, Senior, aber könnten wir, wir können erst für dich spielen, wenn unsere Band wieder komplett ist. Ja, allein ist natürlich doof. Verstehe ich. Da geht es irgendwie weiter. Guck mal ganz kurz rein. Und geht natürlich wieder zurück. Macht doch Sinn. So, da ist noch ein Fass, das wollte ich haben. Hallo? Hast du den Präsident ist doch in letzter Zeit gesehen? Wow, was für eine Schönheit. Wa, 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 boom. Entführt von einem bösen Charo-Skelett? Nichts ist mehr heilig. Ja. So, was ist jetzt hier noch? Noch eine Tante? Was für eine reiche Bohnenernte dieses Jahr. Ich habe so viele davon, dass ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Essen? Fände ich ein guter Anfang. Gut, ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Also. Ja, dann werden wir wohl doch da lang gehen müssen, wo ich eben kurz reingeschaut habe. Das sieht zumindest nach dem richtigen Weg aus. Und es hieß ja auch, es ist westlich. Los Casa Crashers. Da geht's auch zum Tempel. Huch. Ganz recht, kleines Huhn. Ich bin nur ein lebloses Objekt. Nur ein wenig näher. Dieser Mais auf dem Boden sieht lecker aus. Was für Mais? Oi, du hast es verscheucht. Ich habe das Huhn gerettet. Ist doch schön. Was guckst du so? Ja? Tut mir leid. Ich war nicht immer so ein übler Olmekenkopf. Früher hatte ich meine Olmekenbrüder, aber sie verstreuten sich über die ganze Welt. Findest du einen von ihnen, kann er dich wieder zu mir teleportieren. Also ist es im Grunde ein Reisesystem. Gut, da geht's zum Tempel weiter. Ich schaue jetzt aber erstmal hier hoch. Vielleicht ist da irgendwas Tolles. Ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Dann gehen wir weiter, weil wir müssen eh jemanden. Ach, diese Mais. Das ist doch kein Mais, oder? Churros. Sieht aus wie Holzstücke. So. Ich fürchte, hier dürfen wir wieder kämpfen.
Regentempel. Ja, Überraschung, es regnet hier. Und da hinten ist eine Kiste, da kommen wir noch nicht hin. So, was wird uns hier erwarten? Wir haben mittlerweile wieder ein bisschen Geld gesammelt, aber es reicht noch lange nicht. Und solange ich es noch gut aushalte, kaufe ich nichts. Hey, langsam, warte mal. Willst du in den Tempel gehen? Ich war gerade dort und glaub mir, das willst du dir ersparen. Kreaturen sind aus dem Nichts aufgetaucht und ich schwöre, es könnte nur, könnte kurz die Welt, ich konnte kurz die Welt der Toten sehen. Ich habe gerade so überlebt. Außerdem hat sich der Tempel verschlossen, als ich ihn verließ. Ich weiß also nicht, wie du überhaupt hineingelangen willst. Ja, das schaffen wir schon. Okay, das ist wohl der Tempel. Und da oben ist ein. Ja, ich weiß, was es ist. Das ist ein Portal, mit dem ich in die Welt der Toten komme. Und das ist nämlich hier das ein bisschen das Gameplay, der Gameplay-Kniff, dass man eben hier ständig wechseln kann zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Und in der Welt der Toten sieht das alles ein bisschen anders aus. Also alles sehr ähnlich. Aber ihr erinnert euch, da hinten sind wir vorher nicht an die Kiste gekommen. Und jetzt sind die leuchtenden Dinger plötzlich da. Und somit kommen wir an diese Kiste ran. Doch schön. Und wir haben schon wieder ein Herzteil gefunden. Und das bedeutet eben später, dass wir die ganze Welt eben auch nochmal anders erkunden können. Und soweit ich es richtig in Erinnerung habe, ja, wird es auch wichtig sein, wie man eben vorankommt. Also man kann das eben im Kampf nutzen. Und hat dann eben ein paar Vorteile. Aber wir kämpfen jetzt erstmal hier munter weiter. Wir haben ja ein bisschen was gelernt, dass ich irgendwie schon wieder nicht einsetzen kann, aber egal. Okay, die sind stärker geworden irgendwie. Gefühlt. Oder ich stelle mich einfach doof an. Das kann auch sein. Und den kann ich jetzt wieder werfen und weg ist er. So, jetzt muss ich da mal oben gucken. Da ist nichts mehr. Auch nichts Spannendes. Das. Oh, hallo. Meine Güte. Wer kommt denn da? Ist das der mächtige Luchador, vor dem Xavier sprach? Hier. Anscheinend hat er mir das Beste verschwiegen. Haha, Luchador, mach dich locker. Du suchst sicher nach Kalaka, oder? Er ist mit Flammengesicht und dem Mädchen abgehauen und bereitet seine Zeremonie vor. Zeremonie schreibt man übrigens groß. Aber egal. Vielleicht könntest du mal etwas Spaß haben, statt ihnen nachzujagen. Aha. Bam. Na? Anscheinend will er nicht. Keine Wirkung. Wenn wir uns wiedersehen, hast du vielleicht meine Aufmerksamkeit verdient. Aber jetzt ruf Kalakas Haustier, der Alebrije, Gott, nach mir. Er ist einsam und braucht ein paar wirklich heftige Streicheleinheiten. Diese Doppeldeutigkeiten. Aluxes, wir haben einen Gast. Bitte mach es ihm bequem. So, Streicheleinheiten. Wow. Guck mal, neue Gegner. Hör auf, hör auf. Wow, das ist ja bitter. Wow, viel zu viele. So, kaputt, kaputt. Also momentan geht es noch ganz gut, indem man einfach nur draufhaut. Dass man die Kompos noch nicht so benutzen muss. Aber ich fürchte, das wird doch was zur Hölle. Das sind viele, aber das haben wir ganz gut gemacht. Bin überrascht. Und da haben wir wieder so eine Piñata mit Geld drin. Ich mag auch lieber Piñatas mit Geld drin, nicht mit Süßigkeiten. Also Süßigkeiten sind auch toll, aber Geld ist auch toll. So, und jetzt haben wir hier wieder so ein, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt mal Portal. Und somit sind wir jetzt wieder in der lebenden Welt, aber innerhalb des Tempels. Und jetzt, wenn ich hier zurückgehe,
Könnte es sein, dass ich irgendwas finde, wo ich vorher nicht hingekommen bin. Oder es gibt einfach überhaupt nichts. Ja, es gibt wirklich nichts. Okay, dann gehen wir einfach wieder weiter. Und ich komme jetzt hier durch. Jetzt gehe ich wieder dadurch und dadurch kriege ich wieder neue Wege. Und so geht das jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich weiter. Okay, jetzt gehe ich erstmal da rein. Gut. Hoch. Dadurch. Okay, wie komme ich da rein? Also, jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Also da oben komme ich nicht hin. Sprich, ich komme hier hin. Das geht, glaube ich, noch nicht so ganz gut. Aber hier ist ja auch noch so ein Portal. Dann setze ich das mal ein. Und dann komme ich hier nicht mehr rein. Okay. Das schaue ich mir nochmal an. Aber ich glaube, da komme ich gerade noch nicht hin. Ach, komm, komm, komm. Haha, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Bisschen tricky, aber hat funktioniert. So, dann haben wir wieder ein Lebensteil. Jetzt gehe ich wieder hier durch, sonst komme ich nicht zurück. Und jetzt können wir uns nach oben begeben. Hoch, 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 hoch. Da ist wieder ein Shop und so ein Portal und so eine Tür. Ich hole jetzt dieses Stück Gesundheit hier, weil dann haben wir wieder mehr Leben. Ach nee, verdammt, das eben war gar keine Gesundheit. Ups. Egal. Egal. Gut, wenn ich hier hoch will, da komme ich nicht hoch. Was geht auf, wenn ich das hier mache? Dann geht es. Ist das Tor auf der anderen Seite? Dann gehe ich mal hier rein. Ein langer, langer Gang. Ach du liebe Güte. Wow. What the? Groß. Da komme ich durch. Schlaf. Sehr gut. Dann kann ich wieder vorbeiklettern. Dickes Ding. Oh. Nickerchen ist vorbei. Da bin ich wohl, musste ich wohl vorbeigehen. Oh, jetzt darf ich wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ah! Der ist jetzt. Okay, wenn ich in der Schattenwelt bin und der ist in der lebendigen Welt, dann kann er mir Schaden machen. Aber ich ihm nicht. Das ist ja gemein. Okay. So, und der ist jetzt in der Schattenwelt, weil er schwarz ist. Das ist cool. Die Idee ist super. So, und jetzt kommen wahrscheinlich aus. Nö, gar nicht. Wieder ein Pinata. Mit Geld. So, da komme ich her. Da gehe ich weiter. So. Feuerangriffen kann man nicht ausweichen. Also ausweichen im Sinne von Rollen wahrscheinlich. Wow. Zack. Das geht ja ganz gut. Naja. Solange es nur zwei sind, geht's. Oh, jetzt haben wir einen im Schatten und einen hier in der hellen Welt. Das heißt, jetzt muss ich wechseln. Und das finde ich macht es eigentlich ziemlich ja, spannend, wenn man auch ein bisschen taktieren muss. Jetzt nicht in dem Fall, das war jetzt ein bisschen einfach, aber allgemein. So, und jetzt kann ich hier wieder runter durchrollen. Wieder am Tag sind, aber jetzt komme ich da nicht mehr
Doch, komm ich. Oder ich weiß nicht, ob ich zu denen will. Hallo. Okay. Okay. Cool. Und eine Ziege. Das heißt, wir lernen wieder was. Ey. Cool. Hallo, Ziege. Heilige Guacamole, Kumpel, warum hast du meinen Schusso-Statuenast kaputt gemacht? Das war mein Ast, Mann. Wenn du das nächste Mal eine neue Kraft suchst, dann frag einfach, Mann. Er sagt gerne Mann irgendwie. In Ordnung, Zeit, dir den neuen Move beizubringen, den du gerade von dieser Statue erhalten hast. Ich nenne ihn den Ziegensprung. Hat wohl alles mit irgendwie Tieren zu tun. Ganz einfach, drücke X, wenn du eine Wand triffst, um den Ziegensprung auszuführen. Meine Freunde meinten, ich sollte diesen süßen Move den Wandsprung nennen. Jedoch hat sich, das hat sich jedoch nicht zickig genug angehört. Zickig, haha, Ziege. Gut, also wir können jetzt den Walljump machen. Der nicht so. Ja, genau, jetzt hängen wir da so ein bisschen rum und rutschen dann runter. Das ist gut. Und hast du mir noch was zu sagen? Ja. Gut, dann hätten wir das jetzt auch. Und ich komme jetzt hier locker zurück. Und noch eine Cutscene. Ich fürchte, der Kollege unten ist aufgewacht. Ich fürchte es wirklich. Ich höre ihn auch schon. Ach nee, er ist einfach weg. Okay. Oh, hallo. Wenn du dich an einer Wand nicht bewegst, halte Dreieck, um dich festzuhalten. Oder drücke gar nichts und lass dich gleiten. Okay, testen wir aus. Ja genau, ich kann mich jetzt hier festhalten. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Macht es etwas weniger stressig. Oh Gott. Ja, das wird jetzt lustig. Also, ich springe an diese Wand. Dann an die andere Wand. Oh. Das wird lustig. Gottes Willen. Gut. Okay, ich kann mich festhalten, das ist immer gut. So, jetzt springe ich da hinten durch, dann klebe ich da wieder dran. Und dann da oben. Verdammt. So, ein bisschen runter. Und rüber. Puh. Und runter. Und wo bin ich jetzt? Bin ich bei dem anderen Ausgang oder wie? Na, jetzt bin ich generell wieder beim Ausgang. Da wollte ich aber noch gar nicht hin. Aber der letzte Raum da war ganz cool jetzt. Oh, jetzt ist hier zu. Jetzt ist die Frage, komme ich da wieder zurück? Also das Festhalten ist sinnvoll. Merke ich jetzt schon. Und jetzt ist dieses fette Vieh hier irgendwo rausgehüpft. Und ich kann da runterspringen. Und das ist nicht so gesund. Okay. Und ich hätte einfach weitergehen müssen. Das ist natürlich. Sagt mir das doch früher. Aber das schaffen wir schon noch mal. War jetzt nicht so schwer. Also wir müssen hier wieder raus und jetzt könnten wir natürlich erstmal da hinten reingehen, aber jetzt interessiert es mich gerade, was da oben ist. Okay, da geht es auch noch weiter. Und was passiert, wenn ich da reingehe? Dann bin ich wo ganz anders. Und ich denke, das ist wieder ein ganz guter Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen.
Beim nächsten Mal spielen wir an der Stelle weiter und schauen uns an, was es da oben zu entdecken gibt. Bis zum nächsten Mal.